Was ist denn hier los? Oje, oje, oje. Hat sich hier was gestaut? Warte auf freie Wege. Achso, du wartest auf den. Okay. Okay, hier wartet nichts. Hier wartet aber mega viel auf Kreuzen. Das ist Dienstlaken. Preußen 50. Uiuiui. Uiuiui. Dann müssen wir dich mal kurz ins Depot schicken. Ab ins Depot, Mann. Müssen wir noch ein paar Wägen zusätzlich noch hinmachen. Wie alt bist du schon? 14 Jahre. Ja, hängen wir noch ein paar Güter. Ne, das sind glaube ich keine Güter. Ne. Bam. Moment, Moment. Holz und Bretter, ne. Dann hängen wir noch ein paar von denen hin. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. So, bitteschön. Du hast jetzt ein bisschen wenig PS. Ja, drehen wir mal um. Das geht so nicht. Wir müssen dir noch einen Boost kaufen. Ja, machen wir mal 100 kW. Zusätzlich. Ja, machen wir mal so viel auch noch dazu. Halt, runter. Preußen, bitte. Ja, das gefällt mir schon besser. Das ist aber schon lang. Und hier warten. Immer noch 74. Ah, shit, ich hatte da keinen Zug drauf. Jetzt haben die das runtergenommen. 11 Minuten? Oh, ich hab da bloß einen einzigen drauf. Hinten nach Kreuzen. Kreuzen ist hier, da habe ich einen einzigen. Achso, die Strecke ist auch einspurig. Warum denn das? Warum denn das? Ihr habt noch Platz, aber auch nicht mehr so viel. Gucken wir mal kurz hin. Ja, wunderbar. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch was ausdenken. Weil da stehen mir einfach zu viele Güter. Oh, die Leaks. Oder Leaks.
So scheiße, wie viel kommt denn da? Cool. Könnten wir auch mal hier für die bei Dienstlagen ist ja glaube auch bloß Güterdienstlagen. Ah ja, das ist der hier. Genau. Da stehen auch schon einige da. Der ist auch schon 20 Jahre alt. Da könnten wir auch mal nach was Neuem gucken. Diesel-Lok. Die fährt plus 120. Und 200. Die kosten einiges. Nehmen wir mal die und nehmen hier mal noch die Leaks. Die fahren bloß 120, 160. Oh, nehmen wir mal ein paar. So. Hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch. So, was wartest denn du? Du kannst dann aber auch gleich. Wir müssen dich aber da gleich wieder drauf schicken. Weil du bist ja Ottweiler, genau. Dann schicken wir dich ins Depot. So. Und lassen dann den hier mal kurz rausfahren. Und können den anderen gleich verkaufen. Ah ja, stimmt, die habe ich ja umgeändert. Das sind ja schon die Fahrzeuge drauf. Oh, den verkaufen wir. Ja gut, 5 Stück. Ja doch. Ist okay. So, die V200. Ich hoffe, die Industrie hat jetzt das nicht wieder abgesetzt. Nee. Oh, gucken wir mal kurz die Ausfahrt an. Ja, wunderbar. Dann nochmal schnell hier. Von den lieben Anwohnern. Also wer hier baut, muss ich sagen, der hat echt richtig hart geschissen. Weil so dicht an der Eisenbahnstrecke. Ja gut, ja. Da würde selbst ich nicht, da selbst ich nicht wohnen. Okay, wir müssen. Ich würde hier dann aber trotzdem noch. Was für einen Abstand haben die denn bitte? Die haben aber keinen bestimmten Abstand hier, oder? Nope. Würde ich hier trotzdem noch mitten rein noch ein paar Signale setzen. Damit es einfach nur ein bisschen unterteilt ist. Weil das ist einfach ein zu großer Abstand. Fahrzeug im Weg.
Oh, dann hier nochmal. Und da. Wunderbar. Dann können Sie auch mal im größeren Abstand fahren. Oje, oje, was ist denn hier los? Busdienstlaken. Okay, die werden mitgenommen. Wie sieht es eigentlich bei den Bussen aus? Gibt es da schon neue? Oh ja, den hier. Sonst gibt es nichts Neues. Wurden denn jetzt, die wurden alle ersetzt. Wunderbar. Der brettert hier durch mit seinen 160. Ah, das ist ja auch cool. Der müsste ja eigentlich grün haben. Okay, der stand jetzt gar nicht drin. Warte auf freie Wege, aber okay. So, der hat 1,2 Millionen gerade gemacht. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber die ganzen einspurigen Trassen. Wenn man mal überlegt, es geht bis da nach vorne. Und wenn dann der da auch noch warten müsste. Warum bremst der runter auf? Holy shit, der hat der runtergebremst auf unter 60. Okay. Das sehe ich ja hier schon das nächste Problem. Aber ich glaube, da kriegt der. Lol. Okay, hier habe ich es andersrum gemacht. Alles klar. Hier, da hat der als erstes grün bekommen. Ja gut, bis der beladen hat und entladen hat. 82. Oh, es reicht noch. Wenn nicht, hängt man einfach noch einen dritten dazu. Denn wir machen so etwa 8 Millionen plus. Oh, das. Da stehen sie wieder. Ja gut. Die Güter blockieren hier natürlich dann alles. Ist ja logisch. Okay, man kann das auch komplett ausblenden, ist auch interessant. Der muss jetzt warten. Okay, das ist hart. Das ist hart scheiße. Man müsste die Trasse fast sogar schon dreispurig machen, wäre jetzt meine Überlegung, diese hier. Weil da kommt jetzt der schon, der muss wahrscheinlich auch schon warten. Ja gut, weil der muss jetzt warten. Ne, der fährt ja rechts rein. Das ist ja dann kein Problem, weil der fährt ja dann. Der fährt ja dann rechts rein. Dann dürfte der eigentlich grün bekommen. Müssen wir halt kurz so lange warten. Ja, aber das dauert mir alles viel zu lang. Da müsste man hier ein Extragleis machen für die Güterlinie.
damit die hier nicht hier uns eine Passagierlinie blockiert. Weil das ist ja echt mega nervig. Müssen wir die Trasse schon fast gleich dreigleisig ausbauen. Wir lassen es einfach mal noch. Aber wir waren ja hier beschäftigt. Und weil ich ja gesehen habe, dass da hinten so viele Güter sind, wollte ich eigentlich bloß mal kurz da hinten nach hinten switchen. So, die nächste 100er. Könnten wir eigentlich auch bloß bis hier machen. So. Und dann wieder so zurück. Es geht ja jetzt nicht hier darum, dass die Züge schnell fahren, sondern dass wir hier eine schöne Strecke zusammenbauen. Und hier bitte unsere... Halt, Moment. Unsere XY hier rein. So rum. Ja, die könnten wir jetzt eigentlich auch mit 60 machen. So. Und dann... wird es wahrscheinlich dann hier in den Tunnel reingehen. Aber ich möchte, also mein Plan, ja, den wir dann nächste Folge wahrscheinlich vervollständigen. Aber wir sind jetzt hier. Mein Plan ist es jetzt dann wieder hier rüber zu kommen und dann ja, hier an dem Meer entlang zu fahren. Sagen wir bis hier. Und dann von hier würde ich gern hier rüber. Eine Brücke ziehen. Okay, warum die jetzt auch immer im Wasser ist. Hier sind wir sogar auf dem Grund. Okay. Hier haben wir eine Negativbrücke. Holy shit, man. Ah ja, dann halt irgendwie hier rüberkommen. Und dann hier in unseren Kopfbahnhof dann reingehen, den wir dann noch bauen werden. So würde dann mal der Plan aussehen. Ja, weil hier würde dann nachher auch eine Strecke hinkommen, die ja dann hier über die ganzen Inseln, ja, über die hier rüber führt, hier rüber nach Balingen. Ja, das wird dann das nächste sein. Also so, immer hier rüber, wird uns einiges kosten. Aber das ist mir in dem Grunde egal, ja. Denn es geht ja hier um Schönbau und nicht um irgendwie Effizienz oder so. Aber da müsste man dann auf jeden Fall ein ICE drauf schicken. Und der würde auch sicherlich die 300 erreichen? Mit Sicherheit. Ich glaube schon, dass der die erreichen würde. Ja. Da werden dann einige Brücken dann noch folgen. Die oder keine Ahnung. Oder auch die. Oder... aber das... ja, haben wir die schon? Ist die schon frei?
1,4. Die ist schon frei, aber wie lang ist die Frage. Ja, die ist eben überhaupt nicht lang und auf den Brücken kann ich ja nichts platzieren. Das heißt, die könnten wir ja vielleicht maximal. Die würde jetzt hier von dem Busch bis zum Tunnel gehen. Das wäre ja. Ja, das wäre ja einmal, oder? Zweimal einen kleinen. Oder zweimal einen mittleren. Ja, das wäre zweimal einen mittleren Bahnhof, denn das heißt, man könnte den zum, die zum Beispiel hier hinsetzen. Ja. Oder. Nee, hier reicht es nicht ganz. Oder hier zum Beispiel. Ja. Oder eine kleine. Könnten wir auch hinsetzen. Aber das schauen wir dann alles in den nächsten Folgen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.